Hallo, liebe Waage. Herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den Monat Juli. Schön, dass du da bist. Das Orakel ist, wie gesagt, für dich, wenn du im Sternzeichen Waage geboren wurdest oder deinen Aszendenten dort hast oder dein Mondzeichen. Ansonsten alle weiteren Infos findest du wie immer unter dem Video in der Infobox von mir aufgeschrieben, unter anderem welche Karten ich verwende. So, nun freue ich mich auf dein Orakel. Für die Waage, für Juli. Wie sehen die Tendenzen aus? Was darf ich weitergeben? Was beschäftigt die Waage im Juli? Worum geht's? Ich bin mir nicht sicher, ob ich in einem meiner letzten Waage-Orakeln auch schon mal so eine Energie hatte. An irgendwas erinnere ich mich, aber ich bin mir nicht mehr sicher, dass es darum geht, dass die Waagen in so einem Zwischenzustand sind, in so einem Übergang. Von der einen Sache zur anderen Sache und in der Mitte ist Ruhe, ist erstmal Beruhigung. Ist erstmal nichts los, bevor es dann weitergeht mit dem neuen Schritt, mit dem neuen Kapitel, mit der neuen Sache. Und das zeigt sich hier jetzt eben auch, dass es darum geht, dass du Ruhe zulassen darfst, dass du dich erholen sollst, weil ich nehme das so wahr, das neue Kapitel, das kommt, das wird geprägt sein von Bewegung, von Aktivität, von es wird viel los sein, es wird viel Neues auf dich zukommen. Deswegen, wenn es jetzt gerade oder im Juli etwas ruhiger ist um dich rum, dann genieße das, dann nimm das an, okay? Und nutze diese Zeit zum Erholen. Das kann auch sein, das muss nicht sein, dass du den kompletten Juli frei hast oder so, ja, vielleicht hast du frei oder du kannst in Urlaub gehen oder so. Was ich so wahrnehme ist, es kann auch der Tag gemeint sein, ja, dass du dir am Tag, also wenn du Ruhezeiten hast, dann nutze diese. Das ist immer wieder, das ist ganz stark die Botschaft. Ruhezeiten, nutze diese. Nutze diese auch, weil in dieser Ruhezeit wirst du dir auch über gewisse Dinge klar werden. Wo du stehst, wer du bist, wie es für dich weitergehen soll, wie es für dich weitergehen darf, ja. Was du für deinen weiteren Weg möchtest, was du nicht mehr möchtest. Also das ist eine Zeit, wo deine Intuition zu dir sprechen möchte, wo dir gewisse Dinge nochmal ins Bewusstsein hier kommen. Und diese Dinge können eben nur wahrgenommen werden, das sind signifikante Dinge, wenn du eben dich in diesem Ruhemodus befindest, wenn du runtergekommen bist, wenn du Stress losgelassen hast, Hektik und das Treiben des Alltags, Menschen und so weiter und so fort. Alles, was von außen auf dich einströmt. Genau. Ja. So, die erste Karte, die neuen Stäbe. Die Königin der Münzen. Der Gehängte
Page der Kelche. Drei Kelche. Und die vier Kelche. Das Licht blendet hier leider. Und das Rad des Schicksals. Liebe Waage, ich sehe, dass du Hindernisse hinter dir hast, dass du sie gemeistert hast. Ich sehe, dass du dich behaupten musstest in der Vergangenheit. Du hast einige Prüfungen hinter dir, Lektionen, Lebenslektionen, die Schule des Lebens, so kann man sagen. Das können aber auch tatsächliche Prüfungen gewesen sein. Ja, und diese Prüfung, ne, dieser Abschluss von dem einen Zyklus, bevor diese Ruhephase kommt, bevor es dann nach wieder eben losgeht. Tatsächliche Prüfungen, Abschlüsse. Ich sehe, dass du hier hast dich lange durchboxen müssen. Es ist eine lange, anstrengende Phase, die hinter dir liegt. Deswegen zeigt sich hier, komm zur Ruhe, beruhige dich, entspanne dich, kümmere dich um deine Gesundheit. Schau, dass du wieder zu Kräften kommst. Weil, wie gesagt, nach dieser Ruhephase, die du dringend brauchst, die du nutzen sollst, kommt danach wieder ein Kapitel, wo du deine Kraft brauchst. Und dafür brauchst du Kraftreserven. Du brauchst immer wieder Kraftreserven. Und wenn es bei dir kein großes Kapitel ist, dann eben Tag für Tag. Schau, dass du immer wieder Ruheinseln hast. Dass du immer wieder auftanken kannst. Weil deine Kraft gebraucht wird. Damit du offen sein kannst. Damit du neue Erfahrungen willkommen heißen kannst. Damit du dich da voll und ganz reinstürzen kannst, damit du 100% da bist. Wenn deine Kraftreserven auch niedrig sind, wenn du erschöpft bist, dann hast du unnötig Angst vor dem, was kommt. Dann denkst du viel zu viel über künftige Niederlagen nach, die noch nie eingetreten sind, die vielleicht auch gar nicht eintreten werden, wenn du dir immer wieder Ruhephasen gönnst. Dann bist du in der Abwehrhaltung vielleicht auch drin. Du bist verschlossen. Du fühlst dich hier und da bedroht. Was ich hier sehe, ist Ausdauer. Dass du ausdauernd sein musst. Oder lange sein musstest. Und dass du auch lange unter Druck gestanden bist. Dass es darum ging, durchhalten, durchhalten, durchhalten und die Hoffnung nicht verlieren. So, und jetzt ruh dich aus, weil der nächste Lebensabschnitt, da wirst du deine Kraft auch brauchen. Okay? Es ist eine schicksalshafte Zeit zurzeit für die Wagen. Eine Zeit, wo ein großer Wandel stattfindet für die Wagen. Wo sich das Leben neu ausrichtet. Eine Zeit der Veränderung. Der Gehängte legt sich ins Zentrum der Legung. Der Gehängte steht immer für ein Perspektivwechsel.
der Wechsel vom Blickwinkel. Blockaden lösen. Wo hast du Blockaden? Wo fühlst du dich blockiert? Wo stehst du dir vielleicht auch selbst im Weg? Weil du vielleicht denkst, nein, wenn du eine Ruhephase hättest, dass du denkst, nein, ich muss durchziehen, ich muss durchziehen, ich muss durchziehen, ich muss durchziehen. Ich kann mir keine Ruhe gönnen, ich darf mich nicht hinlegen, warum auch immer. Ich darf mich nicht entspannen, ich darf auch nicht mal faul sein, ich muss durchziehen, 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 durchziehen. Ja, wenn du das über längere Zeit machst, schadest du dir damit, ja, und endest am Ende in einem Burnout oder dann hast du wirklich die Niederlage, die du befürchtest. Ja, wenn du nicht auf deinen Körper achtest, wenn du nicht auf deine Gesundheit achtest und nicht auf einen Ausgleich achtest zwischen Aktivität und Ruhephasen. Vielleicht bist du gerade irgendwie übereifrig. Du hast ein Ziel und da möchtest du unbedingt hin. Oder du hast eine bestimmte Lebensweise im Kopf, das möchtest du unbedingt durchziehen. Hier ist immer wieder diese Energie von durchziehen und allem gerecht werden wollen müssen. Und dann schickt dir dein Körper und deine Gesundheit Signale und du hörst nicht drauf. Das kann man mal eine Zeit lang machen, aber nicht auf Dauer. Okay. Also hier geht es um die Umkehr. Die Karten möchten dich dazu ermutigen, etwas zu verändern, in dem Sinne, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Darum geht es, um Ruhephasen, um deine Gesundheit. Nicht darum, dass du deine Ziele aufgeben sollst oder dass du nicht leben sollst. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern sieh dich als Mensch und nicht als Maschine. Okay. Das ist, wie gesagt, die Aufforderung, die Dinge aus einem veränderten Blickwinkel zu sehen. Und ob es notwendig ist, etwas zu verändern durch eine Einsicht. Der Gehängte sagt, verlasse vertraute Wege. Vertraute Wege in dem Sinne, wenn du bisher immer durchgezogen hast und gepusht und gepusht und gepusht. Vielleicht hast du Menschen im Außen, die genauso sind. Leistung, 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 Leistung. Durchziehen, durchhalten. Und die eigenen Gefühle, die eigenen Befindlichkeiten, die spielen keine Rolle. Ruhe bedeutet faul sein. Wie kannst du es wagen, faul zu sein? Ja, vielleicht hast du solche Menschen um dich rum, die dir das vorleben oder die genauso sind. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst Ruhe und du brauchst Erholung und du möchtest jetzt mal einen Gang runterschalten, dann wirst du schief angeschaut von deinem Umfeld. Das betrifft auch Termine. Menschen, die dich anrufen. Hey, kommst du mit? Hey, machst du mit? Hey, hast du Lust? Dies, das und jenes. Und eigentlich hast du gar keine Lust. Eigentlich sind deine Kraftreserven leer, aber du machst es halt trotzdem. Weil halt. Wegen den anderen. Die vier Kelche sagen, du darfst auch Kelche ablehnen, die dir gereicht werden. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst Zeit für dich, du hast keine Lust, du hast kein Interesse, du fühlst dich gerade nicht danach, dann darfst du auch diesen Kelch nicht annehmen. Oder verschieben. Heute kann ich nicht, lieber morgen oder übermorgen, nächste Woche, wann auch immer. Er sitzt hier vollkommen in seiner Ruhe, bei sich. Ich nehme es so wahr, liebe Waage, du wirst im Außen stark gefordert und deine Energie kann sich im Außen verzetteln
Und Energie bleibt dann nicht für dich übrig im Endeffekt, ja, für dich und deinen wahren Weg. Deswegen, wenn du in die Stille kommst, sortieren sich Dinge neu. Da wird auch deine Intuition zu dir sprechen, deine Seele zu dir sprechen, wo sie hin möchte, wo du hingehen sollst, was deinem wahren Wesen entspricht. Im Grunde bist du hier unzufrieden mit dieser Situation. Da darf man ehrlich zu sich selber sein. Wenn man keinen Bock auf irgendetwas hat, wenn das Feuer fehlt, wenn einen etwas nicht interessiert, wenn man spürt, es ist einfach nicht stimmig, es passt nicht zu einem, dann ist es unglaublich anstrengend, dann zieht es dir Energie ab. Und das ist nicht Sinn der Sache. Wohin verschenkst du deine Energie, die du für dich selber bräuchtest? Gerade dringend. Ich bin machtvoll. Ich nehme meine innere Macht an und setze sie verantwortungsvoll, ohne Zögern ein. Ich möchte dir hier gerne mal den Text dazu vorlesen. Es ist gar nicht lange, zu dieser Karte aus dem Booklet. Die Energie der Macht ist hier und jetzt nichts mehr, was mich ängstigt oder erschreckt. Denn ich weiß, dass ich diese Energie, die nichts anderes als meine Schöpferkraft ist, heute mit Liebe und Hingabe anwende, wenn ich aus meinem Herzen heraus handle. Es mag Zeiten oder Leben gegeben haben, in denen es auch bei mir Machtmissbrauch und Manipulation gegeben hat. Doch ich weiß heute, dass dies nur aus einem Gefühl des Mangels heraus geschehen kann und nicht, wenn wir aus Liebe handeln. So erkenne ich die Macht in mir auch als etwas Positives an, etwas, was mein Leben und das vieler anderer Menschen sehr bereichert. Ich achte darauf, sie verantwortungsvoll einzusetzen, was bedeutet, dass ich immer aus Rücksicht auf die Belange meiner Mitmenschen nehme und auch auf die Belange von dir selbst. Ja. Dies ist besonders wichtig, wenn mir Menschen anvertraut sind, die ich in ihrem Leben begleiten darf. Das fängt mit meinen Kindern an und schließt Arbeitskollegen, Mitarbeiter oder auch Klienten und andere ein, die bei mir Unterstützung, Rat oder Hilfe suchen. Meine vermeintliche Macht ihnen gegenüber ist immer als eine verantwortungsvolle Kraft zu sehen, die ich ihnen zur Seite stelle und die sie fördert, aber nicht überfordert. Ich unterstütze andere Menschen dabei, ihre eigenen Kräfte zu entwickeln und sich liebevoll dem Leben zu öffnen. Das, was ich mir selbst zugestehe, nämlich meinem eigenen Seelenweg und meinem Herzen zu folgen, räume ich auch anderen ein. Ich respektiere ihren energetischen Raum genauso wie meinen eigenen. Okay. Genauso wie deinen eigenen auch. Liebe Waage, das kann ich dir weitergeben für den Juli. Nutze ihn, um Kraft aufzutanken, so viel wie möglich. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass ich dieses Orakel für dich machen durfte. Wenn du magst, gerne bis zum nächsten Video. Mach's gut. Bye, bye.